Meine Terrasse ist sehr stark von Grünbelag befallen und in diesem Video zeige ich dir, wie du das Ganze mühelos auch von deinen Pflastersteinen wieder entfernen kannst. Das Ergebnis am Ende wird dich wirklich umhauen, doch erstmal kommen wir zur sehr einfachen Anwendung. Denn alles, was du dafür brauchst, ist Wasser und dieses weiße Pulver. Was es genau ist, zeige ich dir gleich noch. Davon solltest du auf 1 Liter Wasser 1,5 Esslöffel geben. Es sollte im besten Fall schön heißes Wasser aus der Leitung sein. Das Ganze kannst du jetzt in eine Sprühflasche kippen. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, die ich dir gleich zeige. Ich mache das Ganze am liebsten allerdings mit einer Sprühflasche, da ich es so zielgerichtet anwenden kann. Falls du eine größere Fläche hast, solltest du im besten Fall einen solch größeren Sprüher nehmen, damit du es viel leichter überall verteilen kannst. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass du das Ganze direkt auf die Terrasse kippst, aber wie du hier siehst, verteilt es sich dadurch nicht so gut. Du musst mit einem Besen nochmal nacharbeiten, damit überall eine dünne Schicht davon auf dem Grünbelag ist. Ich sprühe jetzt eine kleine Fläche meiner Terrasse damit ein, um dir gleich das unglaubliche Vorher-Nachher-Ergebnis zu zeigen. Wenn wir alles einmal eingesprüht haben, heißt es nämlich erstmal warten. Ungefähr 4 Stunden sollte das Ganze jetzt einwirken, bevor wir zum zweiten wichtigen Schritt kommen. Dafür brauchst du einen solchen Schrubber. Ich habe jetzt einen solchen kleinen für die Hand genommen. Für eine größere Fläche kannst du aber auch einen größeren nehmen. Wichtig ist, dass er einigermaßen harte Borsten hat. Zieh dir, um auf Nummer sicher zu gehen, Handschuhe und eine Schutzbrille an, da die Mischung deine Haut reizen könnte. Mach die Fläche jetzt noch ein wenig nass mit ganz normalem Wasser und wische dann über die Fläche. Du musst nicht viel Druck anwenden und auch nicht lange über die Fläche wischen, denn durch unser Mittel hat sich der Grünbelag hier bereits gelöst. Nach kurzer Zeit des Wischens solltest du jetzt wieder klares Wasser nehmen und die Fläche noch einmal abspülen. Dann kannst du schon sehen, wie viel Dreck hiervon weggespült wird. Übrigens handelt es sich bei dem Mittel um Waschsoda. Damit bekommst du Grünbelag wirklich von allen Oberflächen entfernt. Du findest den Link zu diesem Waschsoda in meiner Videobeschreibung. Und bereits jetzt kann man das unglaubliche Vorher-Nachher-Ergebnis sehen. Warte noch, bis es getrocknet ist und dann kannst du hier auch sehen, dass es jetzt deutlich besser als vorher aussieht. Wenn du jetzt so wissen möchtest, wie du Unkraut mühelos aus deinen Pflasterfugen entfernen kannst, dann schau dir unbedingt auf das Video an, welches du jetzt auf dem Bildschirm siehst. Klicke direkt drauf.